So, meine Damen und Herren, wir schalten gleich weiter zu Günter Burkhardt von Pro Asyl. Sie beobachten das Ganze, Herr Burkhardt, eben auch wahrscheinlich mit großer Sorge. Es ist von Panik und Angst bei der Bevölkerung die Rede. Wir haben gerade schon mit Markus Keim auch darüber gesprochen. Was hören Sie aus dem Land und was macht Ihnen große Sorgen? Es sind zwei Sachen. Das eine ist, wir haben Ortskräfte, die haben für die Bundeswehr gearbeitet. Sie haben auch für zivile Organisationen gearbeitet. Nicht zu reden von Subunternehmern der Bundeswehr und dieser Ortskräfte, also die Dolmetscher und ihre Familien, sind extrem gefährdet. Sie stehen im Visier der Taliban und wir haben den Eindruck, die hat uns einfach im Stich gelassen. Zehntausende Dosen Bier ausgeflogen, aber die Ortskräfte, die gedolmetscht haben, die sollen jetzt Verfahren durchführen, Anträge stellen. Niemand weiß genau wo. Und das ist eine extrem bedrückende Situation, dass Menschen, die an Leib und Leben gefährdet sind, die Bundeswehr, die Bundespolizei, den Westen generell unterstützt haben, nun zurückgelassen werden. Und auf der anderen Seite, das ist der zweite große Punkt, ist die Angst, hier in Deutschland zu spüren, startet der nächste Flieger nach Afghanistan, schiebt man in ein Land ab, wo man die Sorge haben muss, der Krieg breitet sich flächendeckend aus, nirgends gibt es ein sicheres Gebiet. Und diese zwei Entwicklungen parallel sind überhaupt nicht zu vereinbaren und auch nicht akzeptabel, was hier politisch läuft. Ja, dann gehen wir die beiden Punkte doch mal nacheinander an. Fangen wir mit den Ortskräften an. Es sind ja nun, so wurde es jedenfalls gesagt, zwei Büros eingerichtet worden, in denen sich diese Ortskräfte melden können. Läuft das denn nicht, wie es beschrieben wird, oder läuft es eigentlich an? Es ist unklar. Und das Zweite ist, es ist unklar, wohin. Und dann muss man sich nur vorstellen, dann sitzen Taliban vor diesen Büros und gucken mal, wer da reinmarschiert. Jetzt gibt es aber auch Ortskräfte, die haben schon eine Zusage. Die sollen dann auf eigene Kraft nach Kabul kommen und von da aus ihre Flüge bezahlen. Warum fliegt man die nicht sofort aus, zusammen mit den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, mit denen sie auch gekämpft haben und für die sie gedolmetscht haben? Also das ist chaotisch, es ist ein Einzelverfahren. Die Grünen haben eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, die wurde jetzt beantwortet. Und die Antwort heißt, es gibt keine Gruppenlösung, sondern jeder Einzelne soll einen Antrag stellen, wo, wie, bei wem, nachdem die Bundeswehr weg ist. Das ist alles ziemlich nebulös. Also nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Okay, also sind jetzt ja nicht irgendwer. Pro Asyl hat ja auch eine Stimme in Deutschland. Wie machen Sie diese Stimme geltend und wie werden Sie gehört? Wir haben sehr früh Vorschläge entwickelt, wie man das Verfahren durchführen kann. Da ist auch ein Hintergrund, dass wir Ortskräfte unterstützen, bei uns über einen Rechtshilfefonds, über Anwältinnen und Anwälte. Ja, und da sagt die Regierung, ja nee, nur die Kernfamilie, die retten wir. Wir haben aber hier in Deutschland eine Ortskraft, die lebt hier und deren erwachsener Sohn ist entführt worden, wird gefoltert von den Taliban. Und wir schaffen es noch nicht einmal, die Familienangehörigen dieser entführten Person rauszubekommen. Also hier regiert eine starke Bürokratie im Innenministerium und das, was humanitär nötig wäre, auch militärpolitisch nötig wäre, nämlich diese Personen, die Bundeswehr unterstützt haben, rauszuholen, das passiert nicht. Also von daher hatten wir bereits früh Vorschläge entwickelt, auch an Innenministerium, Verteidigungsministerium, Auswärtiges Amt herangetragen. Die Resonanz ist bescheiden, ein bürokratisiertes Verfahren, völlig unangemessen zu einer Situation, die militär- und sicherheitspolitisch kippt. Ja. Vielleicht mal einen Blick über den Tellerrand hinaus. Die Amerikaner sind ja auch abgezogen. Wie machen die das mit ihren Ortskräften? Das liegt mir persönlich jetzt nicht vor, sondern wir haben es eher auf die deutsche Situation konzentriert, sodass ich dazu leider nichts sagen kann. Möchte aber noch eine Sache hinzufügen. Wir haben die Ortskräfte und wir haben generell die Frage, wie gehen wir damit um, dass in Deutschland Menschen als anerkannte Verfolgte leben, Journalisten, die hier sind. Und die Familienangehörigen sind noch in Afghanistan. Und ihnen sagt man, ja, jetzt bitte geht mal auf eigene Faust nach Islamabad oder Neu-Delhi und harrt dort ein Jahr und länger aus und führt von dort aus ein Visumverfahren durch für die Einreise nach Deutschland. Das ist die Gruppe, die uns, sagen wir, auch stark betrifft und die wir unterstützen, wo wir auch das Gefühl haben, also hier
tut sich politisch hält sich wenig, sondern wird Schema F durchgezogen. Deutsche Bürokratie versucht hier an der Stelle zu walten und das ist völlig unangemessen gegenüber dem, was passiert. Ja, und wir kennen ja schon die Visa-Verfahren, wie die teilweise verlaufen und verschleppen. Ja, also den zweiten Punkt, den Sie genannt hatten, müssen wir vielleicht noch mal zum Schluss aufgreifen. Abschiebung nach Afghanistan von Menschen, die hier in Deutschland kein Asyl bekommen, sondern abgeschoben werden müssen oder auch aus juristischen Gründen. Das ist das eine. Das andere ist, rechnen Sie mit einer neuen Flüchtlingswelle auch aus Afghanistan? Das wird abzuwarten bleiben, wie sich das entwickelt. Nur wir sehen ja hier beim Thema Flucht, die Menschen versuchen ja erst in der Region zu bleiben. Und wenn sie versuchen, weiter wegzugehen, treffen sie eigentlich auf Sperrwände. Und im Moment finanziert die Europäische Union die Türkei, will auch Geld bereitstellen, dass im Osten der Türkei Flucht verhindert wird, Grenzübertritt verhindert wird, sodass sich die Entwicklung aufdrängt. Der Westen hat in Afghanistan versucht zu stabilisieren, zieht sich jetzt zurück und lässt diejenigen, also Ortskräfte, aber auch alle, die für Demokratie und Menschenrechte eintreten, ihrem Schicksal allein, ohne dass man hier ein Konzept entwickelt, wie man helfen kann, sondern verschließt man ein Stück weit einfach die Augen. Informationen und Appelle von Günter Burkhardt von Pro Asyl. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gerne.